Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AirPod CEO hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben immer noch einiges zu tun, nach wie vor, ne? Wir haben jetzt aktuell Mittwoch 6.25 Uhr, morgen geht hier der letzte Heli runter von dem Stand, dann kann der weg, dann können wir da vielleicht nochmal kleinere Stands hin machen, zwar kleinere, ich weiß jetzt nicht, Stand 1, wann ist da der letzte Flug? Da ist Donnerstag auf jeden Fall noch, Freitagmorgen, Freitag auf jeden Fall noch und Samstag auch noch, sogar Sonntag noch, ne? Da ist erst ab Montag Feierabend bei Helikopter Stand 1. Das könnten wir aber vielleicht verschieben. Donnerstag ist morgen, da ist Stand 2. Flug verlegen, den verlegen wir mal bitte. Also da müssen wir die automatische Flugplanung ja ausmachen, sonst funktioniert das nicht. Dann verlegen wir den mal bitte nach hier. Flug verlegen. Okay. Das wäre für Donnerstags, denn 2 muss raus. Und Stand 1 muss raus. Dann verlegen wir die alle jetzt. Kriegen wir das hin, ne? Donnerstag, Freitag. Flug verlegen. Flug verlegen. Sonntag genauso, ist auch nur noch ein Flug. Montags ist dann nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt Mittwoch. Stand 2 kommt noch ein Heli und Stand 1 kommt noch ein Heli. Ansonsten ist dann nichts mehr, ne? Genau. Das heißt, heute ist der Ende ab 13, 14 Uhr. 14 Uhr die letzten beiden Helis, die hier sind dann. Okay, sehr gut. Finde ich gut. Wie sieht es aus hier mit der... Nutzen die es auch? Die nutzen nicht. Warum nutzt ihr es nicht? Muss das erst noch gebaut werden? Nee, ist doch schon gebaut, oder? Das ist doch extra da, damit ihr es nutzen könnt.
Das haben wir extra dafür gebaut. Warum nutzt ihr es dann nicht? Ich weiß nicht, warum die es nicht nutzen. Warum nutzen die es nicht? Könnt ihr mir das mal sagen? Hinweise, Anmerkungen, Vorschläge, gerne in die Kommentare. Warum nutzen die Bänder nicht? Verstehe ich nicht. Keine Flüge geplant, okay. Haben wir hier noch was offen an Flügen? Nee, gerade nicht. Okay, sehr gut. Hartiger Wirtschaftsbericht, den gucken wir uns jetzt mal nicht an. Wir haben nämlich keine Zeit dafür. Ein Heli kommt hier noch, ein Heli kommt hier noch. Dann können wir die Stands abreißen, dann kleine Flugzeugstands hinmachen. Dann können wir nämlich auch nochmal da mehr machen. Ne? Und hier die Schlangen sind aber auch lange, ne? Eventuell noch eine weitere Sicherheitsschleuse, ich weiß es nicht. Wie sieht es mit der Forschung aus? Forschung läuft, mehr können wir da nicht machen. Wirtschaft können wir irgendwelche Verträge überarbeiten, auch nicht, ne? Das war da mal eine Zeit lang, dass man hier die neu verhandeln konnte. Aber anscheinend gerade nicht mehr, ne? Oder es dauert einfach noch. Kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. So, die Busse fahren weg. Die nächsten Busse kommen mit Sicherheit auch wieder. So, wie können wir das am besten noch verbessern? Also das hier ist schon mal erstmal soweit ready. Das bleibt erstmal. Und danach gucken wir weiter. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier die... Stand 4, wo ist denn Stand 4? Ist das hier? Ja. Verspätet sich, warum? Wann soll der starten? Der startet jetzt auch, 9.55 Uhr, okay, der startet, perfekt. Der startet um 10.30 Uhr, Boarding läuft gerade. Boarding ist abgeschlossen, okay. Der startet 12.10 Uhr. Boarding beginnt um 11.25 Uhr. Ist also auch noch ein bisschen Zeit hin. Ne, nicht Stand 1. Ich will den Flug planen. Danke. Jetzt hier aus, der startet, glaube ich, 10 Uhr, okay, ein bisschen spät, ne? Und hier, der ist gerade gelandet, der sollte eigentlich um 10.15 Uhr landen, ist jetzt gerade erst da, okay. Da müssen wir uns definitiv verbessern noch, was das angeht, ne? Das ist klar. Aber Geld kommt zumindest gut rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie viel machen wir? 28.000 plus. Gestern waren 75.000 plus. Ja, warum nicht? Ist nicht viel, aber es ist in Ordnung. Es ist nicht viel, aber es ist in Ordnung. Ich bin mir überlegen, hier auch kleine Flugzeugstands zu machen. Hinten dran direkt.
Dann müssen wir aber die Landebahn dementsprechend bis dahin führen und alles. Ist auch nochmal Aufwand, ne? Das ist auch nochmal Aufwand. Also es scheint zu laufen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Da kann der nächste Heli-Auftrag rein. Maple steigt auch, glaube ich, die Zufriedenheit jetzt aktuell wieder. Ich glaube, wenn die zwei Stands erstmal weg sind, dann passt das erstmal. Dann kann man da nochmal normale kleine Flugzeugstands hin machen. Dann werden wir es nach und nach alles aufbauen. Stück für Stück immer umändern und. Das erste ist jetzt mit der Gepäcksicherheit, dass wir das erstmal in den Griff kriegen. Dafür müssen wir aber erstmal forschen. Was wir machten aktuell 90%. Aber es dauert halt. Bis dahin nehmen wir schon wieder ein bisschen Geld ein, um anschließend weiter investieren zu können. Ne? Ich bin gerade immer überlegen, wie wir das Ganze angehen sollen. Ne? Weil ja, mittlere Flüge werden wir auch brauchen, mit Sicherheit. Oh! Mittlerer Heliflug. Ja, sehr gut. 4500. Ja, sehr nice. Forest Air. Fly Penguin Flug. Forest Air auch, ne? Ja. Maple Flug. Da ist zu, da ist zu, da ist zu, da ist noch Platz. Strade Regional, dann ab Dienstag. Ab Dienstag. Toiletten sind doch hier. Du kannst auf Toilette gehen, wenn du musst. Eine Toilette ist vorhanden. Passagiere wollen einkaufen, wenn sie sich langweilen. Ja, wir haben da aber dafür keine Möglichkeiten hier, oder? Nächster Flug. Maple ab Dienstag. Vorher kriegen wir es nicht hin. Ich versuche nochmal die automatische Flugplanung. Vielleicht funktioniert es ja jetzt wieder. Ansonsten halt nicht. Set 1 und 2 ist nicht dabei. Nee, okay. Ja, wir müssen uns auch um die Geschäfte kümmern hier. Ne? Ich mache mal ein Geschäft rein und guck mal, was hier möglich ist an Verträgen. Hier haben wir Turner. 17 Quadratmeter wäre nicht schlecht. Quick
Quickstop, 15 Quadratmeter. Turner, 2 Euro pro Quadratmeter. Dann nehmen wir Turner, ne? Dann nehmen wir Turner. Glaube ich. 17 Quadratmeter. Können wir, glaube ich, hier unten hinbauen. Kriegen die von mir 20 Quadratmeter. Was sollen die haben? Ein Regal und ein Kassenschalter, ne? Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Da kommen die Kassierer da nicht hin, ne? Also die brauchen ja schon mehr Platz, ne? Nee, das ist doof. Das gefällt mir nicht. Ah, hier kann man sogar drehen. Karte drehen, okay. Klappt das so? Auch nicht, ne? Nicht wirklich, glaube ich, oder? Ich glaube, das wird nicht wirklich klappen. Ich meine, wir können es versuchen. Da ein Regal rein. Da die Türe hin. Wir machen da eine große Türe. Und da die Türe hin. Komm. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin mal gespannt. Ansonsten, Folge ist vorbei, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sage ich einfach bis dahin natürlich Servus und Tschüss.